Björn da drüben, das heißt Scharfstellen. Scharfstellen, da musst du sowieso viel scharfstellen. Der hat mal eine Runde springen lassen hier, und zwar den guten Kümmerling. Ja, was muss, das muss, ne? Ja. Gastfreundschaft, also wir sind dazu Gast bei Ihnen, kann man sagen. Wir sind ja eingeladen gewesen worden. Und, und deswegen muss man das natürlich annehmen, sonst ist das unhöflich und respektlos, ne? So ist das hier in Bremerhaven. Ich muss es saufen. Sonst bist du respektlos. Wir sind ja nicht in Bremerhaven und ich kriege die ganze Asche im Gesicht. Ja, nee, wir sind nicht in Bremerhaven. Wir sind nämlich weit ab. Weit ab von Bremerhaven. Kiesland. Gut, Schlüssel. Prost. Prost. Jägermeister mit. Was soll Jägermeister mit? Ich meine Hustensaft. Ja. Jägermeister habe ich mit, aber halt nur so einen kleinen kurzen 0,3 oder was das ist. Habe ich mal im EDC drin eigentlich. Falls es mal kalt wird oder so, überraschenderweise. Also, da muss man sich besorgen. Ja. Willst du noch Glühwein? Nee, danke. Aber ich. Ich will noch Glühwein. Glühwein! Wird dunkel hier, ne? Ja, bei zunehmender Dämmerung ist mit Dunkelheit zu rechnen. Ja, das Feuer wird auch weniger. Egal, es reicht auf jeden Fall noch, um sich eine Tasse Glühwein zu machen. Die Lampe ist aber auch gut, ja. Nämlich lieber die hier. Au, 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 das tut weh. Das tut schnell zu sehen. Das Gute ist bei der Phoenix, die ist nicht so eng am Kopf, aber sitzt trotzdem fest. Mhm. Meine andere, die musst du richtig stramm ziehen und hast die ganze Zeit so ein Schnürding im Kopf. Ja, hängen. Gut, das nervt mich halt. Der brennt aber schnell weg, den Glühwein. Ja, nochmal nachkippen, ja. Sicher, sicher, ne? Ja. Bei der Hitze? Ja, bloß an der falschen Stelle. Guck mal, er filmt schon wieder. Ne? Er filmt heimlich. Morgen sehen wir uns alle bei YouPorn. Tschüss. Oh, schöne Sonnensterne hier. Auch nicht mal so einen kleinen Horrorfilm drin mit deinem Nachtsichtmodus? Ja? Ich stehe in der Ecke irgendwie, liegt auf dem Fußboden und drehe mich dann um. In dem Wald, in welcher Ecke? Und dann kommt Vanessa Blanken, wie die heißt. Vom Auto Bavaria. Ich tue so, als wenn ich mir irgendwie. Und rette dich. Als wenn ich mein BH richten muss und dann kommst du mit deinem Nachtsichtgerät an. Das mit dem BH würde ich sogar noch widerstandslos abnehmen. Das glaube ich dir aufs Board. Einen habe ich mit. Hast du echt einen mit? Sicherheitshalber. Nein. Das war ich ja nie. Oh, oh, oh. Guck mal, der ist ja gleich schon fertig. Nee, man darf nicht kochen, ne? Nur auf. Der darf nur aufwärmen, ja. Heizen. Immer aufspreizen. Das wird der punschig. Oh, ein Sternenhimmel wäre jetzt richtig geil, ne? Jo. Gerade nach oben so ein Foto vom Bodennähe. Jo. Bei dem Fischei-Objektiv, da ist alles drauf, das Lager unten steht. Ja, kein Grund mehr nicht. Ich habe zwar Fischei-Optik, aber das ist dann natürlich nur digital irgendwie. Digital. Digitalisiert. Ja, ist ja gut. Also ist brauchbar an der Kamera, ist noch der ND-Filter. Den schraubst du dir eigentlich vorne drauf. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist er integriert. Das ist nicht gut. Geht. Also für eine Langzeitbelichtung am Tag ist das schon praktisch. Ja, aber das ist immer elektrisch. Und elektrisch, alles was über die Kamera selbst läuft und wo die Kamera selber denken muss, ist schlimm. Wenn du es als Hardware dran hast, ist es eigentlich genau besser. Genau, mit dieser Automatikmodus und so. Die Kamera wählt ja immer den leichtesten Weg, ne? Ah, ja, das ist das Problem. Und da bist du eigentlich nie zufrieden als Fotomacher. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh, sieht man das an meiner Kamera? Ich hätte meine 600D auch behalten, aber ja, da ich mir irgendwie... Glühwein! Muss ich sparen. Jetzt habe ich ein Blatt drunter hier. Ob da. Brenn. Geile Sau. Ah. 600D. Du verteilst auch in der Hose, du. Ich
schon ich hatte einen Polfilter und einen ND-Filter. Und für beide, oder für einen habe ich, oder für den ND-Filter habe ich 60 bezahlt. Und für den Polfilter, das war ein Variabler. Also heuer oder von Forex? Nee, was war denn das? Aber kein Hammer, die Hammer sind billiger. Vergessen. Das war ein Variabler von Benjamin, der hat nur die normalen, ne? Der hatte keine Variablen, glaube ich. Ja, ab 60 Euro kommt er meistens Heuer oder Haider oder Forex. Forex bei Jaworski. Ich werde keine Schleichwerbung für Benjamin Jaworski machen, aber die sind gut. Ja. Benjamin, mein alter Kumpel aus Berlin. Der jetzt 100 zurzeit in Spanien. Ja, der wohnt in Madrid. Ich kann sogar Straße und Hausnummer sagen von dem. Benjamin. Das haben wir ja auch schon viel erlebt. Genauso wie Pavel aus Hannover. Pavel Kapun, das ist auch eine richtig coole Sache. Hey, ich werde jetzt zurück. Der macht auch Fotos, ne? Ja. Yep. Seine Dings hier. Mit Mio. Boah. Geht die ganze Scheiße hier. Jetzt geht das hier richtig los. Der Feuer gemacht. Ich brenne hier gerade einen weg. Wäre für dich nicht auch so ein Gorilla-Stativ praktisch? Oder wie heißen die Dinger? Gorilla. Gorilla-Pod. So. So was wie ich habe, gibt es ja noch einen groß. Also ein bisschen dicker noch. Ja, ohne Kugelkopf. So einen einfachen. Der ist auch Kugelkopf dran. Ja, man hat auch einen Kugelkopf, aber ja. Den ich habe, gibt es noch eine Nummer größer, aber ohne Kugelkopf. Finde ich scheiße. So. Die erste Nacht läuft an. Neben mir liegt der Patrick hier. Wo ist er denn? Hier. Da ist er. Oh, warte. Nee, da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er. Nee, das ist André. Moin, moin. Wo ist er denn, Patrick? Ja. Ah, da haben wir ihn. Er ist schon eingemurbelt. In meinem Defense 4, was heißt nicht mein, in dem Defense 4 von Smutje. Übrigens, Smutje, die Thermarest-Matte ist viel zu kurz. Wollte ich schon mal eben so gesagt haben, bei 2 Meter Körperlänge ist das, über 2 Meter ist das gar nicht mehr so einfach. Egal, ich rutsche mich jetzt hier gleich ein bisschen zurecht und werde darauf achten, dass mir in der Nacht das ganze Blut nicht in meinen Kopf zirkuliert. Es ist arschkalt. Sieht man den Rauch hier? Ja doch, man sieht's. Ich glaube, das dürfen jetzt gleich schon Minusgrade sein. Mir friert die Hand schon ein. Es kann auch der Restalkohol sein, der den Körper so wärmt und das die Außentemperatur ein bisschen kälter wirken lässt. Ich hoffe mal, die Technik überlebt die Nacht irgendwie, weil Kälte und Technik, das sind so zwei Komponenten, die passen nicht zusammen. Wir haben es gar nicht mal so spät eigentlich, aber ich bin schon scheiße müde. Wir werden morgen aufstehen. Ja, sein Mädchen lief noch nicht. Ja. Egal, da draußen darf man auch früh ins Bett gehen. In 10 Tagen werde ich 30 Jahre alt, dann ist das auch erlaubt. Dann zähle ich schon als, dann bin ich schon unter Denkmalschutz. Also liebe Leute, wir hoffen, die Nacht überstehen wir gut. Meine erste Nacht draußen und halt so ein Beinbruch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und dann sage ich jetzt mal gute Nacht. Gute Nacht, Patrick. Gute Nacht. Gute Nacht, André. Gute Nacht, Björn. Gute Nacht, Vanessa von Auto Bavaria. Gute Nacht, Björn. Gute Nacht. Guten Morgen! Da brummt es irgendwo aus dem Sack. Ach ne, Quatsch, der ist ja hier vor dem Sack.
kommt das aus, muss ich sagen. Ja. Das hatte ich die Nacht. Also die Nacht war super toll. Ich hatte ja gestern, wie man vielleicht gesehen hat, noch einen Bohnen mit Hack gehabt. Ich sag mal, im Kreis von 20 Kilometern ist bestimmt kein einziges Reh mehr am Stehen. Ja, ansonsten war es kalt. Kalt. Für mich war es eine Grenzerfahrung. Also geschlafen habe ich nicht. Das heißt, ich habe gestern von kurz nach 8 waren wir, sind wir ins Bett gegangen. Jetzt ist es. Geht mir nicht an, das war Viertel vor. Boah. Guck mal, ich soll jetzt aber lange wacken. Ja, ein bisschen Playstation gezockt noch, ne? WoW. Und jetzt ist es, glaube ich, gleich 7, sagst du, ne? Gleich 7. Halb 8. Oder halb 8. Ja. Meinst du, dass es dann draußen hier noch ein bisschen heller ist? Naja, ich habe auf jeden Fall kein bisschen geschlafen. Aber gefurzt habe ich wie ein Weltmeister. Das hat funktioniert. Jetzt gibt's Frühstück. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Eine Tonne voll Bacon. Der wird abgebaut. Und dann sagen wir nochmal auf Wiedersehen. Ja Leute, wie wir sehen, sehen wir nichts mehr vom Lager hier. Alles ist weg. Tab abgebaut, Müll eingeräumt. Die Feuerstelle ist etwas schlecht zu erkennen. Wir räumen jetzt noch ein paar Sachen ins Auto und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder, weil ich habe da nochmal ein bisschen was, was ich noch ganz gerne mal erzählen möchte. Und dann würde ich sagen, bis gleich, meine Leute. So Leute, das war's mit meiner Buschkraftreihe hier und das erste Mal wirklich versucht dabei zu schlafen. Hat nicht ganz funktioniert, aber was soll's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ich werde höchstwahrscheinlich einen Dreiteiler draus machen aus der ganzen Geschichte. Das heißt nicht als ein Video, sondern als ein dreiteiliges Video. Und das letzte Video wird am 23. Januar diesen Jahres rauskommen. Das heißt, der 23. Januar ist nicht ohne Grund so gewählt, sondern ich habe am 23. Januar Geburtstag. Das heißt jetzt wirklich in ein paar Tagen schon. Und ich möchte mich an meinem 30. Geburtstag noch einmal bei allen Abonnenten bedanken, die sich schon seit über einem Jahr ganz treu und gewissenhaft meine Videos anschauen. Und deswegen habe ich hier nochmal eine Flasche Sappelwasser dabei und diese möchte ich euch jetzt früh am Morgen austrinken, und zwar auf euch, liebe Abonnenten. Das heißt, ich bedanke mich nochmal an meinem Geburtstag für eure Treue und ich würde sagen, vielen Dank, dass ich die Ehre habe. Vielen Dank, dass ich die Ehre habe, euer treuer Baseline zu sein. Meinst du auf Ex? Das Zeug schmeckt einfach so scheiße. Also Leute, vielen Dank nochmal für über ein Jahr zugucken. Ich hoffe, dieses Jahr wird genauso erfolgreich wie das letzte Jahr. Ich habe es zu Weihnachten schon mal gesagt und nochmal ganz gut erwähnt. Haltet die Ohren steif, macht keine Scheiße und vielen Dank für eure Treue.